Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate mit mir, dem Leviathan 2. So, heute gehen wir auf die Jagd nach dem Nibelsnarf, weil wir ein paar Sachen von ihm brauchen und er das nächste Monster auf der Liste ist. Haben wir alles? Lärmbeschichtung kann ich mitnehmen, denn ich habe noch kurz nachgeschaut und ja, er ist schwach gegen Blitze, was natürlich unseren gelben Käferbogen äußerst nützlich macht in diesem Kampf, weil der halt unglaublich viel Blitz hat. 300. Und so viel Schaden wie der, ihr wisst schon. Ja, einfach wie der Roggy Revolver, mit dem wir das letzte Mal auch so gut gefahren sind. So. Was nehmen wir hier? Flüchtling und Sammelpunkt? Nö. Ja, das klingt besser. Dann kriegen Chacha und Kayamba, die das erste Mal heute zusammenarbeiten werden bei uns, gleich noch ein bisschen einen Boost. Ich habe auch noch vor, Masken für die beiden zu kreieren, aber naja. Wir kommen dazu, wenn wir dazu kommen. Das mache ich dann, für je nachdem, was wir dazu brauchen, mache ich es dann vielleicht auch einfach offline. So. Dann ab in die Wüste. Ich hoffe, ich habe nicht gespoilert, nur schon wegen dem Titel. Das ist, Entschuldigung. Aber ja, es geht in die Wüste. So, erste Hilfe, Arzneiration, simple Schallbomben, Bomben, und Farbball, gut. Dann simple Fassbombe L und Fassbombe L. Wow, das ist mir so. Die geben mir echt alles mit. So, und dann noch Kalkgetränk. Dann nehmen wir auch gleich schon, dann haben wir das hinter uns. Leider können wir ihn nicht schlafen legen, sonst wären die Bomben doch noch recht gut, aber wer weiß, vielleicht kriegen wir Gelegenheit, sie einzusetzen. Warte, nein, wir kriegen garantiert Gelegenheit. Und damit haben wir das heutige Ziel, den Nibelsnarf. Ein Monster mit einem komischen Namen, aber irgendwie gefällt er mir. Ich höre ihn irgendwo dort. Ja, hallo, ich bin hier. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Jetzt erstmal ein Farbball. Okay, vielleicht auch nicht. Jetzt entscheid du dich, ob du dich bewegen möchtest oder nicht. Und deshalb war ich froh, dass ich am Anfang die Vision hatte. Da konnte ich Farbbälle farmen. So. Jetzt muss ich zuerst wieder ein bisschen in den Nibelsnarf hineinkommen. Also ins Kämpfen. Es ist nicht ein Monster, das ich oft erjage. Er hat... Naja, es ist... Ich weiß nicht, ich finde es auch wieder so ein cooles Monster aus der dritten Generation, aber er hat Probleme. Keine Ahnung, was für welche, aber wahrscheinlich ist es auch wieder, weil es ein Monster ist, das sich einfach nur am Bewegen ist. Da verleidet es mir, wenn ich dann mit meiner schweren Waffe danach jagen gehe. Andererseits hat er auch... Ja, ich weiß nicht, ich mag es... Ich mag ihn irgendwie und irgendwie kann ich ihn auch nicht ausstehen. Ich glaube, das ist das, was man Hassliebe nennt. So, das könnte Probleme verursachen oder auch nicht.
Nee, 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 nee. Also, es ist natürlich besser, wenn man nicht von ihm gebissen wird, aber... Es kommt nicht wirklich so drauf an. Und weg. Hier hätte ich jetzt eine Bombe legen können, wenn ich schnell genug gewesen wäre. Das sollte ich vielleicht mal noch machen. Das war nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte nicht anvisieren, ich möchte die Kamera verbessern. Oder rennen. Ach, der Blatt, die letzten Mal hat mich der auch nicht getroffen. Naja. Man merkt jetzt schon, es ist ein stärkeres Monster als die bisherigen. Also zumindest von der rohen Angriffskraft her. Ja, das war Elementschaden. Da hätte ein Nahkämpfer mehr Probleme damit gehabt. Für mich ist eher das, das Wasser ein Problem. Sitzen wir es schnell aus. Das ist, glaube ich, dort, wo man ihn die... Kommt er nochmal? Ja, natürlich kommt er nochmal. Nochmal? Hat er sie? Nee, hat sie nicht. Schade. Ich weiß, man kann ihn mit einer Attacke Bombe fressen lassen, aber ich weiß nicht mehr mit welcher. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt beim Rhinopleros bedanken soll oder ob ich ihn verfluchen soll. Das kommt wahrscheinlich darauf an, was er beim nächsten Mal macht. Jetzt hat er die Bombe gefressen. Hehe. So kann's gehen. Das wollte ich jetzt auch mal noch zeigen. Es ist wie das Gobbulfischen. Gobbulfischen hätte ich auch gern gezeigt, aber da kam halt das Intro in den Weg. Wenn wir wieder mal einen Gobbul jagen, dann kann ich euch gerne das Gobbulfischen zeigen. Ja, jetzt hat er die Kiemen draußen. Das ist... Magst du das überhaupt? Genau. Nein, zeig deine schönen Kiemen. Ich weiß, man kann sie zerstören und ich habe vor, das zu tun. Die einzigen beiden Sachen, die ich mich jetzt beim... die ich mir jetzt beim Nibelsen aufmerken konnte, die man zerstören kann, waren seine Kiemen, wenn er sie draußen hat, wie jetzt. Das braucht er auch recht wenig. Und das andere wäre das Innere seines Mundes. Ja, du kannst gerne die Säule fressen, aber könntest du mich bitte da rauslassen? Das war jetzt echt nicht fair. Einfach bombardieren. Und hoffen nicht, dass ich nicht zu oft getroffen werde. Das wäre jetzt blöde. Vor allem nachdem die letzte Quest so gut lief. Ich glaube, er geht fressen. Soll mir recht sein, ich habe noch eine Bombe für ihn. Bist du? Na, unter ihm. So viel zum Thema Fressen. Kommst du? Ich habe jetzt gehofft, ich könnte die Kiemen damit treffen. Aber anscheinend nicht. So, was machst du? Was hast du vor? Wen möchtest du fressen? Anscheinend mich. Geht das auf mich? Ja. Und drehen und Bombe legen und weg hier. Er hat sie. Jopp, er hat sie.
Das macht den ganzen Kampf so viel einfacher. Was davon habe ich jetzt getroffen, bitteschön? Ich wäre der Meinung gewesen, dass ich da zu weit weg war. Naja. Anscheinend war ich mit meiner Meinung alleine. So, jetzt müssen wir aber auch nicht mehr das suizidale Bombenspiel spielen. Dann können wir kommen. Ich muss halt immer warten, bis er das Gefühl hat, dass es angenehm ist, aus dem Sand herauszukommen. Wie er im Sand leben kann, weiß ich auch nicht. Ja. Gut. Ich habe jetzt schon gedacht, ich bin so im schlimmsten Ort, wo man so sein kann, wenn er die Attacke einsetzt. Oder eigentlich müsste man sagen, er ist am besten, weil wenn er zur Wand steht, kann die Beute schon mal um einiges weniger entkommen. Ich bin zu schnell mit dem Bogen, als dass du mich fangen könntest. Aber er darf natürlich gerne versuchen. So, wir haben immer noch Paralyse. Und... Nee. Hat nicht funktioniert. Na, da ist er schnell wieder weggetaucht. Entscheide dich, ob du drin bleibst oder draußen. Ich habe nämlich noch extra Farbbomben, Schallbomben für dich. Den kann man ihn schön aus dem Sand rausholen. Also nicht so schön wie mit den Bomben, weil das mit den Bomben ist einfach genial. Ihn Bomben fressen zu lassen und dann warten. Aber einfach genug. Das funktioniert. Ich weiß nicht, ob er auf die Schallbombe losging oder auf den Kayamba. Aber was auch immer, hat nicht getroffen. So. Eindeutig der bessere Ort, wenn er die Attacke einsetzt. Auch wenn er trotzdem noch auf mich losgeht. Ich möchte ein bisschen mehr ins offene Feld gehen, weil ihn dort dazwischen den Felsen zu bekämpfen, gibt mir relativ wenig Spielraum für Ausweichen. So, damit hätten wir auch wieder die Kälte besiegt. Was kriegen wir von Chacha? Gesundheitserholung. Nur ein bisschen, aber immerhin. Er kommt! Oh. Es wäre jetzt cool gewesen, wenn ich einfach nur wegrennen konnte. Naja, ich spiele halt gern mit den Monstern. Chacha scheint interessanter für ihn zu sein. Bitteschön. Und da kommt wieder die... der Sandsturm. Oder wie man auch immer ihm sagen möchte. Keine Ahnung. Ich weiß nicht gerade, was ich zum Nibelsnarf als Gegner sagen soll. Es ist... er ist relativ selbsterklärend und trotzdem recht speziell. Das war eindeutig ein Delex, hä? Eigentlich jetzt wäre eine gute Möglichkeit, die Lehmbeschichtung reinzusetzen, dann kann ich ihm die Kiemen zerstören. Ja, er hat schon seine Beute gefunden. Egal. Das heißt nur, dass er für eine Weile stillsteht. Paralysiert.
sollte vielleicht die Lärmbeschichtung rausnehmen. Wenigstens haben wir ihm noch ein bisschen bei seinem Mal gestört. Nicht, was ich wollte. Was ich wollte? Ich bin mir nicht sicher, ob ihn das Ding wirklich einfach nur verwirrt. Ich bin mich eigentlich gewohnt, dass es Monster, die sich irgendwie im Sand oder so verstecken, mit der Schallbombe dann eigentlich gegen Himmel fliegen und keine Ahnung mehr haben, was sie tun möchten. Aber der hier scheint trotzdem noch zu wissen, was er tun möchte. Er weiß noch nicht, wohin er damit gehen soll. Das war noch kein Hinten, oder? Mach deinen Mund auf. Oder halt auch nicht. Doch, da. Immer schön in den Mund ballern. Diesmal, ja gut, okay. Ja, sein Schweif hat mich erwischt. Ich geb's zu. Wird wohl auch beim anderen Mal so gewesen sein. Und da habe ich irgendwie seinen Schweif nicht gesehen. Kommst du nochmal? Ja, du kommst nochmal. Nicht, dass es mich stört. Was war das? Habe ich ihn jetzt während seines Angriffs unterbrochen oder hat er einfach meine Pfeile gefressen oder wie läuft das? Das waren merkwürdige Bewegungen. Nein, sieht nicht so aus, als hätte er die Pfeile gefressen. Dann habe ich ihn wohl irgendwie gestaggert oder was. Ja, genau so. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Oh. Ja, schön, wenn du mir deine... Oh ja, das sieht hinkend aus. Und ich weiß, wo er hingegangen ist. Du wirst mir nicht entkommen. Könntest du hier... Muss ich dann die Waffe weg? Dankeschön. Sie hätte jetzt auch mit Waffe runtergehen dürfen, aber von mir aus. Man weiß, dass er sich sofort einbuddeln muss, wenn er im Schlaf gestört wird. Das ist eigentlich recht schlau von ihm. Nicht mit mir, ich bin dafür zu weit weg. So, wo kommst du? Da kommst du. Nee, habe ich glaube ich schon mal gesagt, nicht mit mir. Noch ein, zwei Schüsse. Ach komm, ich habe nur noch drei Muni. Drei Schüsse davon. Dankeschön. Hier kriegst du noch den letzten. Und jetzt geht's nur noch um Elektro. Eindeutiger geht dann einfach auf die Schallbombe los. Das mache ich mir noch ein bisschen zunutze. Spiele ich noch ein bisschen mit ihm rum. Wo bin ich? Wo bin ich? Im Moment siehst du mich noch. Nur sobald du untertauchst. Wirst du merken, dass dort, wo der Knall passiert, bin ich dich. Oder auch nicht. Oder du kannst auch einfach so sterben. Ja, ist mir auch recht. Oh, du tust mir was schon leid. Nibelsnorf-Panzer. Einen ganz blauen Bauch hat er. Und... Ja, nicht das, was ich wollte. Eigentlich wollte ich Lebensfluid.
Aber vielleicht kriege ich noch zwei Stück von ihm. Das bräuchte ich nämlich für den Eisbogen. Von der Seite her sieht er noch viel cooler aus. Ich weiß noch nicht, was für einen Vorteil es hat, wenn man blau ist unter dem Sand. Vielleicht hat es was mit der Paarung zu tun. Und die Löcher, die er hier unten hat? Ich weiß nicht, zum Atmen benutzt er eigentlich die Kiemen, oder sollte er? Ich weiß nicht, wie gut das Kiemen im Sand funktionieren. Aber es ist gepunktet. Das sieht ein bisschen aus wie Löcher. Aber für was hat er Löcher am Bauch? Und wir haben nur ein Lebensfluid. Oh. Das heißt, ich werde wahrscheinlich noch einen jagen müssen. Aber zuerst schauen wir mal, was so ansteht. Einfach im sonst noch Sinne. Nichts Neues, was die Leute zumindest sagen. Herr Schmied, genau, hier brauche ich noch ein Lebensfluid und 4 Isisium. Isisium kriegt man ganz einfach, wenn man in der Tundra nach Mineralien farmen geht, also das ist nicht das Problem. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich noch einen so töten müssen, oder, das ist jetzt noch das andere, hier, noch ein Nibelsnarf Panzer, 2 Nibelsnarf Häute und einen Nibelsnarf Skalp für den Multibogen, der dann so aussieht. Ich finde die Nibelsnarf Waffen sehen allgemein extrem cool aus, einfach weil sie so wie eine. Die sehen so aus wie. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Die sehen alle so ein bisschen aus wie Waffen. Man sieht auch, wenn man hier den Lauf des Bogens anschaut, sieht das aus wie so ein Maschinengewehr. Und die anderen sehen da noch cooler aus. Hier ist fast die schwere Armbrust. Ja, dann. Wie sieht dann hier? Also, gut, es sehen alle Armbrüste ein bisschen wie Waffen aus, aber die hier noch ein bisschen mehr oder was? Die leichte? Nein, die leichte hatte, glaube ich, gar keine. Die Morphaxt, Bodenpresche wäre. Kobul? Was ist das? Ach, das ist einfach die. Ja. Ich weiß, irgendeine gibt's noch von ihm, die komisch aussieht, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, irgendwo ist es. Wartet noch, ich finde es schon noch. Irgendwas gab's doch mal. Das ist auch. Das ist vom Design her eines meiner liebsten Langschwerter. Einfach so eine Kettensäge. Was haben wir denn? Hier auch nicht. Ah, egal. Sie sehen einfach ein bisschen mehr aus wie Waffen als andere Waffen. Oder mehr wie Waffen, die wir hier haben als andere Waffen. Aber jetzt ist die Frage, hast du nichts Neues für mich? Nein. Gut, dann wird's wahrscheinlich heißen, für mich so quasi ein Wink mit dem Zaubpfahl von wegen, könntest du nicht die antike Maske bitte wieder reparieren? Was heißt, ich muss nach Haihautform gehen und nach Pelagizid-Erz. Dann kann man eigentlich gleich noch ein paar andere Quests vielleicht mitmachen. Jetzt habe ich gerade. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, was für Sachen das man noch so machen könnte. Brennender Honig wäre sehr interessant, aber nicht unbedingt, dass ich brauche. Die Fleischmaske ist auch nicht. Zottelmaske wäre auch ganz nett. Für mich jetzt. Aber hauptsächlich brauchen wir die antike Maske und vielleicht noch ein. Noch ein. Gobul, nicht Gobul, jetzt bin ich schon wieder auf einen Nibelsnarf, damit wir sicher mal den Eisbogen machen können und vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, dass es lustig ist oder wenn ich Glück habe oder so, können wir uns dann auch gleich noch den Typ irgendwas Multibogen machen, dann hätten wir nämlich von jedem Element einen recht guten Bogen.
von Wasser den schwächsten, aber immerhin von jedem Element einen recht guten Bogen. Ich würde dann aber sagen, das war's für heute. Ihr werdet dann sehen, was wir beim nächsten Mal machen. Ich weiß es auch nicht so genau, ob ich fertig farme bis zum nächsten Mal oder keine Ahnung, was mache. Ihr werdet sehen. Auf jeden Fall in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.